wir werden hier mit diesem Taschenrechner für diese zwei Funktionen Wertetabellen erstellen. Dazu geht man wie folgt vor. Zuerst geht man ins Menü, ich tippe auf Menü, Tipp. Dann fährt man mit den Kursortasten bis zum Tabellenfeld Nummer 9 und bestätigt diese Auswahl mit Enter. Ist gemacht. Sofort fragt Casio nach f von x. F von x ist x Quadrat, also geben wir ein x Quadrat und bestätigen diese Eingabe durch Enter. Jetzt fragt Casio auch sofort die zweite Funktion. Möchte man nur eine Wertetabelle für eine Funktion erstellen, dann tippt man dazu einfach auf Enter und somit wird Casio nur die Tabelle erstellen für die Funktion f. Hier haben wir aber eine zweite Funktion. Wir geben ein 1 geteilt durch x und bestätigen diese Eingabe mit Enter. Casio fragt, bei welchem x-Wert soll ich denn starten? Geben wir zum Beispiel ein minus 3 und bestätigen diese Eingabe durch Enter. Und für welchen x-Wert soll ich enden, fragt Casio, geben wir zum Beispiel die 3 ein. Bestätigen auch diese Eingabe durch Enter. Jetzt fragt Casio noch die Schrittweite. Geben wir zum Beispiel 0,5 ein und bestätigen auch diese Eingabe durch Enter. Und jetzt müssen wir nochmal auf Enter tippen, Tipp, und sofort erscheint hier die Tabelle mit 3 Spalten. In der ersten Spalte stehen die x-Werte von minus 3 bis 3 und das in 0,5er Schritte. In der zweiten Spalte stehen die entsprechenden f von x-Werte, was bedeutet, f von minus 3 ist 9, f von minus 2,5 ist 6,25 und so weiter. Und in der dritten Spalte stehen die g-Werte, die Werte für g von diesen x-Werten. Also minus 3 hat durch die Funktion g als Bild minus 1 Drittel, minus 2,5 hat durch diese Funktion g als Bild minus 0,4 und so weiter. Hier sind 1, 2, 3, 4 Zeilen angezeigt. Durch die Kursortasten können wir jetzt nach unten fahren, stellen hier fest, bei 0 gibt es durch die Funktion g kein Bild, hier steht Error. Und das ist auch normal, denn 1 geteilt durch 0 gibt es nicht. Durch 0 kann man nicht teilen. Casio weiß das auch. Jetzt fahren wir mal mit den Kursortasten bis zum letzten Wert, den wir angefragt haben. Das ist die Zahl 3. 3 hat durch die Funktion f als Bild 9 und 3 hat durch die Funktion g als Bild 1 Drittel, 0,3 Periode. Wenn man jetzt noch weitere Punkte oder Koordinaten anfragen möchte, zum Beispiel für die Zahl 5, dann braucht man hier in dieser Zeile 14 nur die 5 einzugeben, diese Eingabe bestätigen mit Enter und sofort sieht man, das Bild von 5 durch die Funktion f, das Quadrat von 5 ist 25, sowie auch das Bild von 5 durch die Funktion g, denn der Kehrwert von 5 ist 1/5, also 0,2. Man kann auch noch weitere Werte hier eingeben. Wir haben die 4 übersprungen. Sagen wir mal, wir suchen das Bild von 4. Dann geben wir 4 ein und bestätigen diese Eingabe durch Enter. Und sofort stehen hier die Bilder von 4 durch die Funktion f und durch die Funktion g. So kann man also für unsere erste Funktion in dieser Tabelle sämtliche Punkte ablesen und sie in einem Koordinatensystem einzeichnen. Und wenn man dann genügend Punkte berechnet hat, dann fällt es leicht, den Graphen dieser Funktion darzustellen. Durch die dritte Spalte sehen wir die Bilder der x-Werte von minus 3 bis 3
in 0,5er Schritten und somit können wir auch diese Punkte schön hier eintragen. Und durch diese einzelnen Pünktchen ist es dann leicht, den Graphen der Funktion darzustellen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr es sehr gerne liken und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten.